Heute bringe ich den Ehrenretter Nummer 1 von Strandhase. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Heute gibt es was von der Brauerei Strandhase aus Düsseldorf. Ja, Sie sagen selbst, Sie wären die kleinste Brauerei Düsseldorfs. Haben so ein paar Bieren, American Pale Ale, ein Lager, ein Witt. Und das ist was Spezielles, und zwar ist es das Ehrenretter Nummer 1. Dieses Bier ist in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Schüren entstanden. Schüren ist eine Bäckerei zwischen Wuppertal und Düsseldorf mit 18 Filialen, so habe ich es gefunden. Auf der Internetseite bei uns hier in Langenfeld gibt es sie auch. Und mit denen zusammen ist es entstanden. Und zwar ist es ein Bier, was auch mit Brot gebraut wurde. Das hatte ich schon mal in einem Video erzählt. Blende ich euch mal ein oben. Es ist ja so, wenn die Maische angesetzt wird von Bier, geht es ja darum, wir möchten Zucker haben, die Hefen, von denen ich die Hefe ernähren kann, und daraus unser Bier herzustellen, zu fermentieren, Alkohol und Kohlendioxid, andere schöne Aromen herzustellen. Dafür braucht es, wie gesagt, Zucker. Und diese Zucker bekommen wir, indem wir Gerstenmalz nehmen, also gemälzte Gerste, die wird aufgebrochen und wird gemeischt, und daraus werden dann durch die Enzyme werden die Zucker gespalten, und diese Zucker sind dann in der Würze vorhanden und können dann von den Hefen vergoren werden. So, hier wird ein Teil des Malzes durch Brot ersetzt, und zwar Roggenbrot steht hier, genau. Also, Inhaltsstoffe sind Wasser, Gerstenmalz, Roggenbrot, welches aus Wasser, Roggenmehl, Weizenmehl, Salz und Hefe hergestellt ist. Roggenmalz, Hopfen und Hefe. Und Brot ist ja nun mal auch ein Kohlenhydratlieferant, also Zucker sind da drin. Auch da ist eben langkettige Zucker sind da drin. Und die werden dann auch mit gespalten und liegen dann vor für die Hefe zum Verschnabulieren. Komplett mit Brot würde es nicht funktionieren, meines Wissens nach, weil dann die Enzyme fehlen, die wir in dem Gerstenmalz mit dabei haben. Beim Maischen hat man verschiedene Temperaturen, bei denen verschiedene Enzyme arbeiten, und die brauchen wir auch, um dann die Zucker zu spalten und die Würze der Hefe vorzubereiten. So, also der Ehrenretter Nummer 1. Hier werden Ehren gerettet, indem man sie durch Brot ersetzt. Für unsere Ehrenretter ersetzen wir einen Teil der Braugerste durch Bio-Restbrot von Bäcker Schüren. Das spart pro 24er Kiste 0,7 Quadratmeter Ackerfläche, 320 Liter Wasser und 30 Gramm CO2 ein und schmeckt herzhaft malzig. Und hier steht nur drauf, dass die kleinste Brauerei Düsseldorfs noch ist. Ja, dann. Achso, vielen Dank. Judith und Dirk habe ich von denen mitgebracht bekommen. Den Strandhasen, den Ehrenretter. So. Es ist trüb, hat eine schöne Bernsteinfarbe, sehr schöne Farbe. Und ein leicht, fast gelblich-beigen Schaum. Ich schon mal. Ich hätte es malziger erwartet, aber es ist schon natürlich Malz. Da. Ich bin mir ein bisschen ein, so Roggenbrotaromen zu haben. Aber auch eine gewisse Hopfigkeit drin. Wozu ich das malziger erwartet, als es ist, sagte ich schon. Ne? Aber schönes, frisches Aroma. Ich probiere es gerade mal aus, ein bisschen heller hier zu machen, was mich sehr blendet. Ich sehe kaum was. Aber mir wurde gesagt, bei der Videos sind zu dunkel. Und ja, ich glaube, ich weiß, dass es so ist. Ja, hat eine gewisse Malzigkeit, aber auch der Hopfen kommt auch sehr gut durch. Ich würde es auch auf die Zitrusseite legen, einen Hopfen. Und ja, probieren wir mal. Prost! Geschmack habe ich auch sowas wie ein brotartiger Geschmäcker,
Tatsächlich, also mag sein, ich mir das einbilde, mag sein, dass wenn ich das Bier so gegeben bekommen hätte, ja, was ist das? Wenn ich nicht drauf gekommen wäre, es kann sein, dass es durch, dass ich weiß, dass Brot drin ist, das sogar hinbekommen habe. Deswegen denke ich, es ist Brot, aber es sind tatsächlich brotartige Aromen und Geschmäcker auch drin. Auch eine ordentliche bittere an den Seiten. Da habe ich am ehesten sowas wie eine Grapefruit vielleicht. Und auch im Schlucken so ein bisschen im Nachtrunk eine bittere. Die ist ein bisschen unangenehm, fand ich jetzt gerade. Aber das ist mein erstes und einziges Bier heute. Wahrscheinlich liegt es daran, weiß nicht. Probier nochmal. Kein Bier, das ich mir täglich holen würde, aber es schmeckt schon gut, frisch, erfrischend. Die Idee dahinter finde ich super. Brot, was nicht verkauft worden ist, ich weiß nicht, was sonst damit passiert, ob es irgendwie zu Tierfutter verarbeitet wird oder ob es irgendwie sonst irgendwo hinkommt. Aber eine Möglichkeit, es zu Bier zu verbrauen, ist eine super Idee, finde ich. Denn es einfach wegzuschmeißen, ist ja wirklich zu schade. Potsdam wird eh viel zu viel weggeschmissen, sowohl in privaten Haushalten als auch wahrscheinlich draußen. Und als Lebensmittelretter so ein Bier zu brauen, finde ich super. Bekannte von mir machen zum Beispiel auch sehr viel mit, ja, sehr abgelaufene Sachen teilen mit anderen Leuten. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Sache. Und wenn man daraus eben Bier braut und das Ganze mit einer Kooperation macht, finde ich das eine super Sache. Wie gesagt, das ist nicht jetzt mein Bier, wo ich sagen würde, ja, das muss ich jetzt immer haben, aber die Hintergedanke ist super davon und es ist auf jeden Fall durchaus gut gemachtes, gut trinkbares Bier. Es ist nicht ganz hundertprozentig meins, so. Aber trotzdem mal eine Sache, die sich lohnt zu probieren. Ja, kennt ihr andere Brotbiere und was haltet ihr davon? Haltet ihr von der Idee? Oder schmecken euch diese Brotbiere? Habt ihr einen Tipp für mich, was ich probieren muss? Strandhase auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr dazu kommt in Düsseldorf oder Umgebung. Und dann bis bald und Prost.